Jetzt haben Sie schon die Arbeitsbedingungen angesprochen. Das ist ja auch etwas, neudeutscher Begriff New Work. Wie gestaltet man das Arbeitsleben in der Zukunft? Meine Frage wäre jetzt, nachdem die Pandemie und auch die Generation Z mit ihren Erwartungen, mit den neuen Appellen auch an die Unternehmen uns ein Stück weit gezwungen haben, das umzusetzen, was lange überfällig war und neue Arbeitsmodelle zu implementieren. Wie sehen Sie denn die Zukunft der Arbeit gerade im verarbeitenden und produzierenden Gewerbe, wo sagen wir, sowas wie Remote Work, Home Office nicht so einfach ohne weiteres darstellbar ist? Also was kann man dort in diesen Bereichen tun, um auch da weiter attraktiv und flexibel zu sein? Ja, ich bin noch nicht ganz analytisch abgeschlossen mit der Frage, haben wir eigentlich, so wie wir in anderen Fällen es auch gemacht haben, die Tiefe der Analytik, was die Menschen wirklich wollen, abgeschlossen. Es gibt das, was Sie sagen. Also ich sage mal, das ist ja auch ein Bild, wo junge Menschen, die top qualifiziert sind, die sozusagen global ausgebildet einen Typus darstellen, wo natürlich alles auch cool ist. Also ich habe selber Familie in Kalifornien, unweit von Apple, und da swingt das alles auch so. Und ich finde es auch beeindruckend. Ja. Dennoch ist das Leben nicht exakt 1:1 so wie dieses Bild. Das heißt, es gibt Krisen, es gibt auch Phasen, es gibt auch Grenzen. Und ich will die Grenzen jetzt nicht so lange suchen, bis ich sie finde, damit ich nicht falsch verstanden werde. Ich will also nicht das Bild zerstören, sondern ich will es einfach solide machen. Mhm. Und ich glaube, zu menschlichem Leben, zur Familie, zur Arbeit, zu einer Balance der Dinge gehört etwas mehr als dieses Bild, was ja ein bisschen was von Werbung hat. Dennoch müssen wir uns dem stellen, und viele Sachen sind ja auch wirklich absolut cool. Also wenn man das miteinander verbinden kann und die Arbeit das hergibt, why not? Dann gibt es ein paar Dinge, die man allerdings beachten muss. Das sind nämlich Klassiker. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Wir haben eine lange Diskussion in den 70er, 80er mit unserer Mitgliedschaft geführt, wie man eigentlich Überstunden bewertet. Jeder, der ein Haus gebaut hat, sagt, lasst mich in Ruhe mit euren Regulierungskram. Was ich verstehen kann, weil da einfach Druck da ist. 10 Jahre später hatten wir den dabei in der Reha. Das musste auch bezahlt werden, und der Mann, die Frau waren nicht mehr gesund. Das heißt, es gibt ja ein paar Erkenntnisse, die haben ja nicht Gewerkschaftszentralen erfunden. Wir haben eine Bundesanstalt für Arbeitsschutz in Dortmund, ganz tolles Team. Die haben ja medizinische Erkenntnisse. Mhm. Die kann man ja nicht einfach vom Tisch wischen. Also ich meine, jeder ist bereit, jeden Wissenschaftler jetzt zum Politikersatz heranzuziehen. Hier tut man so, als wenn die Ergonomie, die wir über 40 Jahre entwickelt haben, jetzt sich in Luft auflösen soll. Ich finde, ein Küchentisch ist ein Küchentisch und kein Laptophalter. Das kann man mal machen, 2 Stunden, why not? Da kann man auch im Café machen, bei Sonneneinstrahlung. Aber es gibt Gründe, warum es diese Arbeitsschutzregelungen gibt. Mhm. Kann man über das eine oder andere reden, aber wo ich nicht bereit bin, ist das alles vom Tisch zu wischen und zu sagen, Generation Z ist der Meinung, sie bleiben gesund, weil es nicht stimmt. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, den finde ich sehr, sehr wichtig. Es spaltet natürlich auch die Belegschaften in die diese Flexibilität haben, das gönne ich ihnen, wenn man dann diese Punkte geregelt hat, und die anderen, die sozusagen am Ort sein müssen, weil es nicht geht. Man will ja auch nicht eine Chlorchemieproduktion mit nach Hause nehmen. Außerdem kann man es nicht. Also muss man diese Frage, was bedeutet das für Schichtarbeiter, was bedeutet das für 24-Hour-Work, wie kriegt man das hin? Ein bisschen was wird sich vielleicht auch technisch beantworten, auch die Digitalisierung dort ermöglicht Dinge, die wir heute nicht denken. Also ich sag mal, ich kenne das aus der Fernwartung in der Chemie. Da geht man zumindest nur rein, wenn es auch notwendig ist, und ist da nicht sozusagen auf Standby. Aber nochmal, der Arzt im Krankenhaus muss da sein, der Chemiearbeiter muss an der Anlage sein, das hat ja auch sicherheitstechnische Gründe. Da müssen wir uns was einfallen lassen, damit das nicht zu einer Gerechtigkeitsfalle wird. Ich will nur mal ein Beispiel sagen. In der Corona-Phase haben wir ja sogar die steuerliche Förderung gehabt des Remote- und Homeworks. Den haben natürlich die, die rein mussten und sich einem gesundheitlichen Risiko zumindest potenziell ausgesetzt haben, nicht gehabt. Und jetzt sind das häufig sowieso schon Einkommensklassenunterschiede, dass die einen nehmen kaufmännische Berufe, das ist alles auch klar, dass die anders verdienen, aber dann summieren sich quasi Nachteile. Mhm. Wenn man das war ja der Ausgangspunkt Ihrer Frage, jetzt mit dem Fachkräftemangel genau in der Produktion in Verbindung bringen will,
glaube ich, müssen wir was tun. Mhm. Ein bisschen was kann man mit Geld machen, also Attraktivität durch monetäre Anreize. Aber wir werden auch über die Frage reden, muss man dort über Arbeitszeit, über Flexibilisierung andere Formen der, ja, der Flexibilisierung, der Entlastung finden. Das finden immer alle kompliziert, weil wir ja Fachkräftemangel wird sozusagen gesamtressourcenmäßig. Wenn wir zu wenig haben, können wir nicht auch noch Flexibilität. Aber Sie haben das schon schön anmoderiert. Fachkräftemangel und sozusagen Kostendruck, auf der anderen. Ja, Kostendruck und die Attraktivität. Mhm. Ich meine, ich habe immer abgelehnt, den Arbeitsmarkt als harten Markt zu sehen, weil es um Menschen geht. Nur diejenigen, die mir das damals immer erzählt hat, unter Motto, wir haben Arbeitslose und die sollen halt mal sich dann jetzt unternehmerisch oder ähnlich wie Unternehmen anpassen, die sagen mir jetzt, das ist aber teuer. Also erstens, man kann sich das nicht aussuchen, wenn der Markt wirkt, dann wirkt der Markt. Ich bin aber gar nicht dafür, sondern ich bin dafür, dass wir das besprechen, weil hier geht es um komplexere Dinge als die Frage, ob wir am Spotmarkt einen Lohn finden. Ja? Und insofern gibt es eher mehr Gründe, warum die Intelligenz, das ist ja nicht nur Inflexibilität, was uns immer gerne unterstellt wird, die Intelligenz, die in modernen Tarifverträgen steckt, ist ja genau eine intelligentere Variante, das auszubalancieren und nicht in One-Fits-It-All zu packen. Wenn man sich dabei wirklich für interessiert, wirklich reinschaut, sieht man die Flexibilität in unseren Tarifverträgen. Haben wir die bei der Arbeitszeit, beim Geld, bei der Flexibilität an vielen, vielen Stellen, beim Gesundheitsschutz und so weiter. Also es ist Intelligenz in diesen Verträgen. Und es immer vom Tisch zu wischen, was nur einige tun, sagen, machen wir irgendwie. Das rächt sich natürlich jetzt, weil irgendwie klappt nicht. Und ich habe selber Unternehmen, da war ich, ziemlich coole Unternehmen, ich sage jetzt keine Namen, die haben da drin Beachvolleyball neben der Kantine und alles cool. Alles gut. Ich will das nicht karikieren. Aber sie hatten kein Tarifsystem, die verdienten noch alle gut, aber nicht gerecht. Und Gerechtigkeit ist irgendwann dann doch ein Impuls. Wenn die Frauen 3 Jahre zu Hause waren, weil sie ihre Kinder oder die Männer, und dann ist jetzt doch irgendwie ein Anschlussproblem in der Karriere und so weiter. Und dann sind solche Systeme, die man ja übrigens auch im Business kennt. Also ich kenne kein Unternehmen, das seinen Rohstoffeinkauf auf Handschlag macht. Also es sind einfach Verträge und dafür will ich ein bisschen werben. Die Komplexität, die wir heute hier besprochen haben, kriegt man nicht auf Zuruf gelöst. Ja. Ich finde super, was Sie gerade gesagt haben. Was ich schon mal mitgenommen habe bis hierhin, ist, dass Sie sagen, das kann keine Partei alleine lösen, das können nicht die Unternehmen alleine, die Gewerkschaft, die Politik, sondern wir müssen uns an einen Tisch setzen. Zum Zweiten, dass Sie sagen, naja, es gibt gewisse Rahmenbedingungen, das Leben muss irgendwo berücksichtigt werden, die Anforderungen, die man auch im Privaten hat. Und es kommt ja immer, sagen wir mal, Skill und Will, sagt man auf Neudeutsch, zusammen, wenn es gut wird. Also jemand muss etwas können und aber auch die Lust und das Interesse haben, das einzubringen. Also wenn ich die Spaß habe am Arbeiten und das jetzt nicht nur gemeint eben mit dem Volleyballfeld neben dem Platz, sondern dass ich sage, das, was ich da tue, wird auch entsprechend remuneriert und in Arbeitszeiten und anderen Bedingungen so organisiert, dass auch mein privates Leben kompatibel ist, dann macht es mir Spaß. Es ist nicht nur der Spaß im Sinne von Freude, eben, dass man ein Fitnessstudio hat, sondern dass das ganze Leben organisierbar ist. Aber natürlich, dass man sich dann auch einbringt fürs Unternehmen und dann Mehrwert erzielt.